Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Die Simsim hat Angst vor der Susu. Hey, das ist eine Katze. Gerade hier geputzt im Katzenzimmer. Sieht man's? Bisschen. Ist egal. Nur kurz gezeigt. Ja, die gucken hier. Die Princess versucht die ganze Zeit anzubandeln, aber die dann. Schreit die Simsim, die Susu, dann tut sie ihr eine Ohrfeige geben. Also das wird nichts zwischen den beiden. Ne? Und was macht ihr? Die spielen hier. Ja, also ihr hat schon Angst vor Katzen, die Simsim. Er macht die Tür zu. Da lacht der Fausi da hinten. Hehehe, hört ihr? Allein schon wegen der Lache. Ich wollte sie freilassen, aber der ist doch wieder zurückgekommen. Der ist doch angegriffen worden und ist von der Mauer gefallen. Der ist kein Freivogel. Genauso die Kuschk, die sind viel zu zahm. Die werden gleich gefressen. Ach, ich verkaufe die nicht. Ich keine Ahnung, was ich mache. Vielleicht nur die anderen verkaufen und die Lachtauben, die behalte ich. Das ist so lustig mit denen. Immer wenn du was sagst, kommt von hinten her. Das lohnt sich allein, das schon zu hören, gell? Ja, hier ist alles gut, gell? Bambi! Hier die kleine Maus, die will mit, aber die hat eine lange Leine. Die kann da auf den Baum hoch. Ich gehe jetzt mal weiter. Alle Babys da drin. Ja, die Entchen sind auch versorgt. Zumindest kriege ich gleich wieder eine Niesattacke von der Katzenzimmer. Alhamdulillah. Die Schaukel ist irgendwie runtergeflogen. Oh, du legst schön Eier. Drei haben wir heute schon. Ja, guck mal, wie groß die Hühner sind. Die Hähnchen. Ja, freust dich, gell? Bist jetzt der Mann im Haus. Hier, das ist die letzte. Das ist das Küken von Peggy. Und hier, wo ist sie denn? Das ist Henriette. Dann haben wir noch eine Pfannkuchen. Wo bist du denn? Bin ich jetzt völlig bescheuert. Die tarnt sich. Hä? Keine Ahnung, ist die abgehauen? Wir hatten noch ein braunes. Also, die hat sich versteckt. Legst du hier Eier? Wo kann man sich denn hier verstecken? Nirgends. Ist hier offen. Hä? Das gibt's doch nicht. Warte mal, wollen wir die Hühner durchzählen. Beyonce, 1, 2, 3, 4. Ja, eine fehlt definitiv. Wo ist die? Nee, hab mich einfach falsch erinnert. Ich habe Pfannkuchen der Oma gegeben. Oder der Selwa. Das war die letzte von der Penny. Schau, egal. Ja, die sieht auch nicht so gesund aus, wenn sie so Schnappatmung machen, weißt du? Ich weiß auch nicht. Wir warten es ab. Aber die Entchen, das kleine, kleinste Entchen, das wächst nicht so gut. Keine Ahnung. Fressen tut's. Wir warten ab. Ja. Nee. Gut, hier müssen wir auch mal wieder ausmischen. Also ich muss reingehen, mir läuft die nass. Ich habe doch eine Katzenallergie, aber 11 Katzen. Nee, 12. Oh, nee. Ich brauche mein Tablett. Ja, die Federn müssen wir noch wegmachen. Von gestern Nacht. Kann man auch nicht alles machen immer. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Fausi. Fausi, Bausi. Das ist nämlich die Zeit, wo er gefrühstückt hat. Und kuscheln möchte. Die dürfen erst raus, wenn hier zugebetoniert ist, weil es geht nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Überraschungen. Alle Affen raus und dann... Fausi, ich komme. Ich komme. Guck mal, der hat schon wieder alle
geduscht. Der ist auch schon dran. Muss auch schon baden, der Elefant. Oh, der ist mir auch. Oh, Habibi. Der laust mich gerade. Oh, ich kann es euch nicht zeigen. Ich habe mein Kopftuch nicht an. Schau mal, die Minimaus muss der auch Laub dran glauben. Ja. Oh, du riechst nach Zwiebel. Hat sie geschmeckt, die Zwiebel? Ein guter Duft hast du. Ist der süß. Jalla, Insel, Lena. Komm her. Komm, Insel. Geh rund. Aua. Komm, Habibi. Ja, ich hab dich auch lieb. Ganz doll lieb. Schau mal, der ist wieder ganz der Alte. Bist nimmer sauer auf die Mama. Nein. Ja, das ist die Zeit, die Kuschelzeit. Gell? Jo, 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 jo. Das kann ich noch nicht mal bei der Simsim machen. Die beißt mich gleich. Gell? Du, zeig mal deine Zähnchen. Die sind so süß. So süße Zähnchen hast du. Ja, ich bin ganz verbissen. Seht ihr das? Komm, komm, leg dich hin. Leg dich hin. Komm. Ja, mal müde, gell, ich weiß. Nach einem guten Essen, bisschen schlafen. Also die Affen schlafen, Punkt Sonnenuntergang, werden die müde. Und stehen auf mit der Sonne, also zur Sonnenaufgang. Stehen sie auf, dann hört man hier schon Rumgespringe. Und jetzt, ne, ich stehe ja auch so ein Fajr auf. Und dann werde ich jetzt auch müde wie die Affen. Geh auch wieder schlafen. Gern schlaf, mach dir ein Nickerchen. Dann nach dem Mittagsschlaf ein, nach dem Mittagessen auch nochmal. Cool. Ja, du süßes Baby, du süßes Baby. Ai, 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 ai. Du bist mein Schatz. Ja, die Simsim, die kommt schon wieder. Don't worry, die müssen wir nur erziehen. Die ist ein bisschen wild, weißt du? Ja, mein Engelchen. Du bist der beste Affe, gell, der beste. Sheila, die kriegen wir nicht mehr. Nur die Amina, wenn überhaupt. Ich nicht. Ich habe zu viel mit der gemacht, aber die war eh schon so wild. Ja, ja. Ja. Hausi. Die Heidi, ich habe doch wieder Gras geholt, weil mein Mann schläft so lang. Und die haben Hunger, die Hasen, alles, jetzt juckt mich wieder, alles muss duschen gehen. Ich weiß nicht, ob so viele Tiere bin, gegen Gras allergisch, gegen Katzen allergisch, gegen Kaninchen, glaub auch. Irgendwann verreck ich, ja, mir läuft die Nase, sorry, Leute. Es ist halt, wenn die Katzenhaare rumfliegen. Deswegen mache ich das nicht so gerne in dem Zimmer. Die Mausi macht das eher, aber dem tut schon so viel. Die hat jetzt Urlaub. Muss ich jetzt ausruhen, das Mädle. Die hat so viel Suren zu lernen. Jetzt kriegt sie neue Bücher, Arabischbücher, Englischbücher, alle voll gemacht. Also leer gemacht. Jetzt fängt die neue Saison an. Ne? Die hat, geht ja auch in die Schule hier. Also Schule. Ne? Die macht den gleichen Schulstoff wie die hier, die gleichen Bücher. Ja. Jetzt dachte ich gerade, das wäre die Rosalie. Das ist aber ein Rabe. Wenn es so groß ist, aber die ist ja weiß. Schaut. Ja, die Raben sehen, dass da unten so Knochen liegen. Aber ich habe die Knochen alle ins Zimmer, die guten, wo noch Fleisch dran ist. Weil die Raben, die klauen das. Gell, die klauen das. Okay, nur mal gucken, was wir heute wieder kochen. Oh nee, gestern gab es ja Fisch. Ich habe wieder Cookie. Ich kann ja nicht jeden Tag Cookie machen, weißt du. Aber ich habe Bock, im August zu kochen. Oh, nee. Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. Ich brauche nicht kochen. Ja. Geh, willst du schlafen, kuscheln? Ja, komm, Habibi, mein Sweetie. Also, ich kuschel noch ein bisschen mit Fausi. Tschüssi. So, Dille, da hocken wir wieder. Mach Mut, wir gehen gleich rüber zum Swimmingpool. Also, die Geschichte, die Aya hat die hat vor ihrem Haus ihren Kot abgesetzt, dann hat die Mutter, oder wer, die Aya, sie weggeschmissen. Sie hat jetzt so ein Tuch und hat sie so gekrabbt. Und jemand hat ihr die Schnurrhaare abgeschnitten, sieht man auch. Ja, ich weiß, was die halt ist. Und dann hat sie die Rodina genommen und einen Tag versteckt. Wo hat sie die versteckt? Bei ihrem Opa-Haus. Die hat aber dort nichts gefressen. Und ja, dann hat sie die Koko gekriegt und die Koko hat sie uns gebracht. Ja, also die ist schon ein paar Tage rum und umgewandert. Deswegen. Ja. Was willst du machen? Ich guck mal, ob es jetzt besser ist. Guck mal, das ist doch deine Mama.
Ach, das ist doch gar nicht die Mandy. Bring sie zur Mandy. Guck mal, die mögen. Au! Guck mal, jetzt hat sie mich geschlagen. Princess! Du, und du machst nichts. Tiki Wiki. Du klatsch noch blöd. Schön dick warten aufs Futter, gell? Ja. Also, nee. Ja, ich habe Schuhe von meinem Mann. Oh. Also, nee. Hier habe ich für die Kleinen. Guck mal, das ist die Hose. Mausi, wir machen jetzt im Swimmingpool kurz Wasser an und schrubben ein bisschen, bis der Baba kommt von seiner Hochzeit da. Ach, das dauert wieder. Der hat schon wieder so. Jetzt muss er. Nicht Hochzeit, das ist Verlobung, keine Ahnung, bla bla bla. Na, alles gut hier? Alles gut. Oh, das kratzt. Oh, guck mal, die hat mich voll gekratzt. Und das juckt jetzt mit der Allergie. Also, nee. Na, keine Babys. Guck mal, die jault mir nach. Also, die ist immer hinter mir, die Kleine. Ich will nicht Susu sagen, das ist voll anstrengend. Die nennen wir Susu. Ne? Susu. Ja, genau, hol mal ein paar Trauben runter für Fausi und Co. Boah. Und die, also, ich muss das raussaugen. Die Allergie. Das Gift der Krallen. Sim. Die ist immer mit uns jetzt. Die hat mich heute gekratzt, ich sag's dir. Das sind meine Trauben, geh weg. Die will die nicht. Komm, nimm sie, wir gehen nach hinten. Hol noch ein paar Trauben und wir tun sie in die Tüte. Ich möchte die gerne auch meinen Äffle geben. Banane mag die gar nicht. Die weiß auch nicht, was sie da die ganzen... Komm, das gebe ich jetzt den Hasen, weil die mögen Banane. Ja. Mahmoud hat einen Tarp aufgebaut. Ich weiß... Ja, Leute, bitte nichts sagen. Ich sag's auch nicht. Besser als nichts, du. Er kennt es halt nicht, gell? Hm. Oh, die Lotte. Ja, Lotte, du kriegst auch. Der hat es halt nicht so gespannt, gell? Wie es sein sollte. Naja, zeig's euch gleich. So, meine Lieben, das Tarp ist gespannt, aber nicht richtig. Ja, da braucht man eine Hilti. Mahmoud hat es da zwischen rum und um. Da in so einen Nagel rein, mehr schlecht als recht. Also mein Mann ist kein Handwerker, aber der Wille zählt, gell. Außerdem ist es auch falsch rum montiert. Ich bin nur am Zicken, gell, aber es regt mir halt auf. Man muss es andersrum, weil wenn ich jetzt hier stehe, kann mich, wenn der kann hier reingucken, so. Wenn ich hier bin, sieht mich hier jemand. Das bringt doch nichts. Der hat es anders gemacht. Das muss, genau andersrum sein. Ne? Nicht die 3 Meter hier, sondern die 4 Meter hier. Und 3 Meter so. Und dann haben wir das andere Tab da drüben nochmal. Und es muss, ihr wisst ja, es muss gespannt sein und nicht da hängen. Guck mal, das hängt hier runter. Es ist halt einfach. Man muss es von dieser Öse an. Wo ist denn die? Die hat er gar nicht benutzt, die Öse. Von dieser Öse, die hat er. Die muss hier gespannt sein, die da hinten gespannt und dann spannen wir die letzte Öse hier und da. Und dann kann man ja noch dazwischen spannen. Aber nicht hier, tschick, 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 Loch für Loch. Sorry, seht ihr überhaupt, hier sieht man gar nichts. Oh, ja, wir wollen jetzt hier putzen, damit wir, sag mal, kommen die Krähen hier rein, damit wir den Pool voll laufen lassen können morgen. Ja. Ah, das kann ich vergessen. Ich brauche noch einen Besen. Ich will hier alles wegkehren. Wo ist die kleine Maus? Hier, die Lucky sagt. Ich sag schon Lucky zu ihr, gell? Die rennt mir immer nach. Wie Lucky? Nein, das ist ja Lucy. Lucy. Ja, ich passt das. Lucky Lucy. Süßer Name, Lucy. Stimmt. Okay, dann heißt sie jetzt Lucy. Ich nenne sie Susu Lucy. Ach, Susu ist vielleicht auch gemein. Meine ganzen Steine. Das... Tu das alles mal auf den Tisch und bring uns einen Besen. Upsala. Dann kann ich hier perfekt sauber machen. Der Lucy. Alles ist schon da. Lucifer. Das ist der Scheitan. Na gut, dann fangen wir an zu putzen. Komm, gib. Schim, schim. Also ich will keine Lucy. Wo ist denn Lucy? Das Lucy finde ich so wie Lucifer, gell? Also ich bin frisch duscht. Hier ist alles... Picobello.
fix und fertig bin ich. Das macht der Rest, macht mein Mann, weil der muss den Motor anmachen, das Wasser raus und den Rest wird er dann mit dem Schrubber machen. Ja, und dann wird die ganze Nacht der Pool volllaufen. Morgen früh gehe ich wie eine Badenixe. Hui! Und morgen früh muss ich die Dinger, guck mal, ein bisschen nicht da gewesen. Schick. Voll staubig die Dinger. Ja. So ist es. Jetzt trockne ich hier erstmal. Mal kurz Auszug des Zeugs, gell, beim Putzen. Das kann man nicht machen. Ich sag's euch. Wo ist denn die Katze jetzt? Bei dir, pass auf, der Fause, you know. Nee, ich finde die Lucy ist nicht schön. Ist ein schöner Name, aber erinnert mich an Lucifer. Die lacht. War ja auch blöd, Lucifer. Nee. Mir fällt noch einer ein. Lucky. Kann doch nicht schon wieder Lucky. Es gab nur einen Lucky. Das ist ein Mädchen. Kannst für beides. Nee, das, ich will nicht, dass sie Lucky heißt. Nee. Wir überlegen noch. So, jetzt ist mir der Name eingefallen. Wir nennen sie Paradis. Wie Vanessa Paradis. Ich finde die nämlich so süß, die Frau. Und die Abkürzung ist Pari. Und wir haben eine ganz langjährige Zuschauerin. Von Anfang an ist sie dabei. Die heißt Pari. Und warum nicht? Als, ne, die hübscheste Katze, die, also Straßenkatze, die wir bis jetzt aufgenommen haben, ist die Paradis. Nennen wir dich Paradis? Du bist paradiesisch schön. Ja, die hat eine ganz rosa Schnauze, kleine aber Nasi. Noch Blut vom Tier. Doch, die hat sich gereinigt. Ja, die ist ganz rosa. Gut, wir warten immer noch auf den Hochzeitstypen. Der bringt die Verlobte aus dem Nebennachbarsdorf hierher. Ja, die Matrara machen mit dieser Verlobung und Hochzeit. Ich habe die Schnauze so voll dieses Jahr. Das war extrem viel. Vor allem, wenn du selbst betroffen bist. Mir kommt es vor, als ob die ganze Welt geheiratet hat dieses Jahr. Voll widerlich. Und vor allem, das Beste ist, man kriegt ja jetzt die ganzen Hochzeitsfotos von der Verlobungsfeier. Nee, nicht von der Henna-Party und das. Und jetzt in ein paar Tagen gehe ich ja die Schwägerin besuchen. Dann gucken wir uns ja das Video nochmal an von den ganzen, von beiden Abenden. Also, boah. Hast du da Bock drauf? Na, das glaube ich. Die ist voll ägyptisch. Leave me alone. Ich gehe morgens, dass der Mann nicht da ist. Wenn der arbeiten geht, frage ich, wann ist der weg? Dann haben wir unsere Ruhe. Dann mache ich alle Schränke auf Kühlschrank, fress mich voll dort. Soll was kochen, gell? Na, wir gehen zu dritt. Du, ich, Jonas. Und Baba. Und Baba nicht, was? Der kommt nicht. Vielleicht. Der hat auch seine Sachen zu tun. Wir schauen mal. Nehmen wir noch das Äffle mit. Ob wir da rein dürfen dann? Wahrscheinlich nicht. Die mag doch auch keine Tiere so richtig. Raus. Der macht sie mal Pampers an. Der Kleine. Ist so süß, wenn sie Pampers anhat. So wie der Schwanz sie da rausguckt. Ich frage sie einfach, ob ich sie mitnehmen darf. Willst du sie echt mitnehmen? Ja, warum nicht? Kann sie doch nicht? Wenn wir so lange weg sind, kann man doch nicht allein lassen. Wir haben sie doch jetzt separiert. Dass sie dann ausnehmen, bevor sie ins Kinder lässt. Ja, und dann, wenn ich sie raushole, ist Fause wieder 5 Tage beleidigt mit mir. Das ist es. So, irgendwie mal mit Sim. Ich nehme die mit, ich frag die, du, die hat Pampers an und fertig. Ach du meine Güte, schämst dich jetzt wie dein Vater. Hör auf, so ägyptisch zu sein, ist doch alles. Sag mal, ich versteck die unterm Tuch und laufe einfach durch, fertig. Das ist der gleiche Kuchen, wo bei der Hochzeit von der Nora war. Ja. Und was ist das für Käsebrot? Das ist so ein Brötchen, wo Käse. Ach so, ja. Zur Verlobung, alles Gute. Ne? Ja. Ah, ja. Und schmeckt's? Gut? Wirklich? Hm. Ja, du, mit dir schmeckt sowas. Na gut, Frühstück für Morsche, gell? Paradise. Das wird heute verdrückt. Ja, ich wundere mich, dass die Person neben mir noch nichts gesagt hat, wer das ist. Ja. Yalla. Princess,
Gib mal her, ich tue es hier drauf. Ich hab keine. Jonas ist ins Bettle. Und die hockt wieder da auf dem Baum. Ja. Jalla. So. Guck mal, die Paris versucht es trotzdem immer. Die ist immer in der Nähe und passt auf sie auf. Das ist eine ganz Liebe. Ja, schön schlafen. Paradies ist doch ein schöner Name für so ein schönes Mäuschen. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Mein Mann hat eine Gasflasche besorgt. Morgen soll ich ihn um 5 aufwecken. Er will die Tiere machen. Dann kann ich den Truthahn kochen. Ja, so sieht's aus. Jetzt hole ich erstmal die Mausi. Die schläft ja bei uns wieder. Sie ist schon eingeschlafen da oben. Die ist auch immer so müde. Schläfst du schon? Bist du schon müde? Komm. Komm runter, Insel. Von hier runter, von der Seite. Upsala, komm. Komm. Ja, komm, Mäuschen. Geh mal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Na, ich sitze hier mit dem Schlafanzug. Ja. Die schläft, die kleine Paradie. Pari. Die tauschen sich aus. Ich geh rein, du gehst raus. Sie haben schon gefuttert. Ja. Und wäre ich nicht da, der Mahmoud, der wollte, dass ich ihn um 5 Uhr weg. Er macht die Tiere. Oh, habe ich gedacht, komm, ich lasse bis 6. Jetzt ist 7, der ist immer noch nicht da. Sim, Sim, na du Maus. Die frisst da oben Trauben. Hier hat sie noch Brot gehabt und Paprika. Sim, Sim. Ja, die hat nicht in die Kiste gemacht, ne? Finde ich voll gut. Ich tue sie auch früh raus. Na, und lasse sie dann lange draußen. Und dann passiert nichts. Mach mir bloß die Rebe nicht kaputt. Ja, dann gehen wir mal. Die anderen Affen haben auch schon bekommen. Ich zeige euch mal den Pool. Ich wollte nein hüpfen, aber gut, mache ich sowieso. Komm, ich muss die Katz mitnehmen. Tue ich auf meine Schulter jetzt. Die geht überall mit, wo wir hingehen. Weil, ja, weil. Keine Ahnung, die mag mich. Mit was spielst du da? Mit einem Stück Pote. Ja, mach mal. Hier, alle fit. Keiner liegt auf dem Rücken, aber wir haben kein Vogelfutter mehr. Ich dachte, ich habe noch viel. Irgendwie war es das. Müssen wir heute gucken, was wir mit euch machen. Reis geben? Nee. Müssen wir heute in die Stadt schnell. Okay? Die kleine Ente lebt auch noch. Ja. Go, Bella. Die haben immer noch Hausarrest. Aber nicht mehr lang. Das ist ja eh Sommerruhe. Ist doch denen egal. Ich gebe denen Futterwasser drin. Fertig. Sonst hauen die mir ab. Na, und die sitzt auf meiner Schulter, die Paradie, und kommt mit. Und du tust das Brot essen. Hallo, Fausi. Guck mal, ich hab doch hier eine Katze auf dem Rücken. Sei mir nicht böse. Das ist noch ein Baby, weißt du? Das ist noch ein Baby, ein kleines Baby. Ja, guck mal, das ist eine Liebe. Das ist eine liebe Katze. Das ist meine Mausi. Die liebt mich, so wie du mich. Vielleicht nicht so sehr. Du liebst mich mehr. Gut, der ist noch nicht gebadet. Hoho. Ich zeige euch jetzt mal das Desaster. Ganze Nacht läuft das Wasser und irgendwie doch nichts. Jo, wusch. Oh. Ja, da saß gestern die Sim-Sim. Die hat mir den Baum krumm gemacht. Weiß auch nicht. Muss man irgendwie dagegen. So, dass der nicht mehr. Muss ich nachher was machen. Ja, hier, guck mal, wie das aussieht tagsüber. Da kannst du dich aufregen. Als Deutscher. Der Ägypter sagt super. Also, meine Familie sagt super gemacht. Guck mal, wie lange das dauert. Da kommt Luft. Seht ihr das? Mit dem Handtuch wollte ich mich heute abtrocknen. Guck mal, das hat er jetzt da benutzt. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Keine Ahnung. Entweder ist hier ein Riesenloch im Pool. Oder ich weiß es nicht. Ja. Wie sieht es da aus? Ja. Egal. Kann trotzdem. Ich hocke mir rein. Mache mir das auf den Kopf. Ich bin ja auch erfrischt. Mit dem habe ich den ganzen Pool geschrubbt. Ja. Hatschu.
die Allergie kriegt. Die Katze auf der Schulter, gleich niesen müssen, Alhamdulillah. Ja. Guck mal, das wollte ich das Simsim hinmachen. Das ist vielleicht irgendwie besser. Wir schauen mal. Als das Lederband, weil das geht immer auf, gell? Du? Habibi. Ich komme nachher noch. Ihr habt ja noch Paprika. Ihr müsstet immer die besten Sachen kriegen. Sag mal hier. Gell? Das ist nur... Das ist nichts für dich. Ups. Jetzt ist sie mir runtergesprungen. Guck mal, die Mausi. Na? Kennst du das noch? Nein, das braucht die Mama. Jetzt rufe ich mal. Ja, Mahmoud! Ach. Paris. Eigentlich lustig, gell? Princess, Paris, Paris. Weiß auch nicht, was ich mit dem Namen habe. Komm, komm auf die Schulter. Komm, husch. Komm. Hier, Labina. Immer bei mir. Die akzeptiert niemanden. Ich weiß auch nicht, warum. Die soll doch mal zur Paris Princess gehen. Aber die Paris, die mag sie. Ist irgendwie Zufall mit den Namen, gell? Also ich habe nichts mit Paar oder so. Irgendwie. Aber passt ja. Mal sehen, ob sie es schafft. Ich kann nichts versprechen. Die habe ich jetzt schon wieder entwurmt. Dann ist sie jetzt durch. Gell? Schreiben wir immer auf und dann in 2 Wochen nochmal. So ist es. Na, die Kaninchen sind auch wohl auf. Hey, du Dexi. Kleiner Mann. Schnudi, hallo. Jetzt kommt ihr, gell? Ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich Mandy nicht verwechsel mit Princess, weil die sehen sich so ähnlich. Und der dicke Tiki. Oh, sei nicht böse, Princess. Guck mal, die da oben, die chillt hier her life. Die ist glücklich im Baum. Ja, hier kriegt jeder Futter. Die Lotte, ja. Schön frühstücken. Ja, seit der Kastration hat sie so eine Fettschürze. Da denkt man, die hat Milch, aber die hat keine. Die ist jetzt circa 4 Jahre alt und seit 2 Jahren bei der Amina. Und ja, kastriert halt. Hab schon gesagt, du, wenn da Babys drin sind, die nehme ich nicht. Und du frisches Brot. Na gut, alles okay. Ja. Ach ja. Ja, und die Schild ist hier. Ach, kommst du doch raus, Habibi. Ja, Habibti. Wollt gerade euch die geben. Ich habe da schon was hingeschmissen. Heute Morgen, aber die schlafen. Ja, die schläft, die will nichts wissen. Die schläft auch. Ja, die Cindy steht immer auf. Wenn es was gibt. Gell, Cindy Gypsy. Na, mach. Gut. Guck die Mausi. Hey. Du bist so süß. Jemand schneidet dir hier ab. Wie geht denn das? Oder hast du dich verbrannt? Nee, das sieht mir richtig mit einer Schere aus. Guck, zack, zack. Sind es Leute, gell? Sind es Leute. Aber das wächst ja nach. Okay. Kommst du auch hoch? Na komm mal, Dexi. Guck mal, willst du auch? Dexi ist voll hübsch geworden. Na? Schnuddi. Komm. Ja. Patchwork-Family sind wir hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und noch mal eine kleine Storytime von gestern. Mein Mann hat überall Ambuba gesucht, also eine Gasflasche. Dann kommt die Selwa mit einer Gasflasche, so locker easy auf dem Rücken getragen, seine Schwester. Und der ruft, ja Selwa, du tu dich doch nicht überanstrengen. Aber wenn du schon dabei bist, trag sie Treppe hoch. Oh Gott, mein Rücken, oh Astaghfirullah, mein Rücken tut ja so weh. Na, dann hat die hochgetragen, beide haben voll gelacht. Ja, und dann geht's in die Küche, schließt die Flasche an. Du, die ist so, das ist die Goldmarie, gell? Wie die Goldmarie in der Frau Holle. Die macht den Kühlschrank auf, sieht die Pute, fängt an, die Pute weiterzumachen, ne, die ich noch nicht fertig gemacht habe, ich Pechmarie. Dann tut sie den Boden wischen, ne, als es fertig war. Mein Mann sagt doch Spaß, kannst gleich kochen morgen. Kannst gleich kochen. Nein, ich wollte euch morgen den Hahn machen. Dann sagt er, du, wenn das eh schon traut, dann machst du halt in ein paar Tagen den Hahn. Den Excel wollte sie uns doch machen.
Dann hat sie gestern noch die Suppe aufs Feuer. Mein Mann sagt, ja, lass laufen, ich habe die Gewürze rein. Und um 11 Uhr, ich habe mich so geschämt, gell. Ich habe gesagt, du, eigentlich wollte ich um 9 Uhr schlafen gehen. Bin ich halt bis 11 Uhr mit ihr geblieben, habe mitgemacht da. Plus, minus, mit der Goldmarie. Ja, die ist so cool, gell. Mach da und dann wäschst du den Putti-Pute, mach mir die Küche sauber, also so süß. Und die Suppe ist 50 Grad in der Küche, abends ist halt besser. Guck mal, jetzt kommt sie wieder. So eine tolle Schwägerin kann ich euch nur wünschen. Also wirklich, die kommt, sieht alles, was gemacht werden muss, zack, zack und alles fertig. Jetzt ist die Putti-Suppe fertig. Ich werde nachher auch Reis machen und mit Suppe und für die Küken, sage ich schon, für die Kitten. Ne, du kriegst heute auch eine Putensuppe. Ich habe gesagt, mach keinen Salz rein, das mache ich später. Erst, weil ich habe mir schon vorgedacht. Ja, und Brot reintunken, irgendwas, damit die ein bisschen Kraft kriegen. Ansonsten war es das mal wieder, ne? Pechmarie und Goldmarie. Ich habe echt, meine Schwägerin ist super. Es wird mir ja im Traum nicht einfallen, bei der den Kühlschrank aufzumachen und sehen, dass die Pute noch nicht fertig ist. Und sagt, soll ich sie dir schneiden? Sag ich, ja, mach ruhig. So süß. Ja, das ist ein Geben und ein Nehmen. Also ich gebe ihr anders. Ich kann nicht so Sachen machen. Ich bin zu alt für so Geschichten und das Wetter ist zu heiß. Hör mal auf. Aber die ist richtig voller Tatendrang. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Schau die schöne Palme. Ich liebe sie einfach. Das gibt mir so eine Ruhe, wenn ich da hochguck. Wahnsinn. Und in Deutschland habe ich mir Plastikpalmen gekauft, weil ich die schon immer geliebt habe, dass ich im Wohnzimmer Palmen habe. Ja. Und jetzt habe ich echte. Oh, ist das schön. Also, das war's mit dem Video. Bis die Tage, Maschilema. Bye, bye. Und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Ihr seid wirklich die beste Community der ganzen Welt.